Ich habe es hinbekommen. Ich habe eine neue Sendung. Die heißt immer noch Let's Talk Marok, aber es ist ein bisschen was anderes. Es geht darum, nicht mehr nur Musik abzuspielen, sondern Musik selbst zu machen. Ich will das zumindest mal probieren. Und dabei könnt ihr zuhören. Das Ganze läuft so ab, dass ich einfach ein paar Tracks hier produziere und quasi der Weg ist das Ziel. Ihr seid dabei. Könnte ab und zu mal ziemlich schief klingen. Sorry dafür, ich bin kein Musiker. Ich bin einfach nur einer, der gerne ein bisschen rumfrickelt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da dabei sein und ein bisschen zuhören, wie so ein Track entsteht. Ich mache davon auch ein Video, kann ich noch ins Netz stellen. Mal schauen, wie das funktioniert. Heute also die erste Ausgabe. Die Idee ist, wenn das gut läuft, vielleicht auch mit anderen Musikern das mal zusammen zu machen, vielleicht das auch öffentlich zu machen. Vielleicht geht's auch in die Hose. Ich weiß es nicht. Kommt auf den Versuch drauf an. Mein Name ist Adolf, schön, dass ihr dabei seid. Und wie gesagt, ihr habt die Entscheidung, ihr könnt auch abschalten, wenn es zu blöd ist oder zu doof. Dann gibt es auch noch andere Radiosender, wo ihr normale Musik hören könnt. Ich probiere hier mal einen Song zu machen. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Los geht's vielleicht mit einem Piano. Mal schauen. Ich arbeite quasi mit einem Programm, das heißt Ableton Live. Wenn jemand schon mal irgendwie Musik gemacht hat, der kennt das bestimmt. Da kann man verschiedene Spuren aufnehmen und das Ganze dann irgendwie zusammenmischen. Es ist immer so Work in Progress und viel Experimentieren und am Ende muss man gucken, was bei rauskommt. Ich schalte mir hier Delay dazu. Bett, das nehme ich mal auf. Was jetzt so gleich klickt, ist ein Metronom. Genau, der erste Loop ist jetzt quasi fertig. Den stoppe ich jetzt mal und in der Art versuche ich noch was Ähnliches aufzunehmen, um dann einfach immer mal hin und her zu schalten. Nochmal kurz den anderen Loop durch, um kurz zu gucken, wie es klingt. Okay, ich stoppe den nochmal. Nicht so gut, das lösche ich nochmal. Thank you.
Gitarrenloop. Zweite Gitarre, also das zweite Piano dazu passt. Okay. Erst ein bisschen Percussion. Was der Bass sagt. Das kann stimmen. Wow.
Pause und nochmal neu starten. Drumbeat dazu. Thank you.
Track nach 20 Minuten. Noch die Gitarrenspuren von dem Gitarrenlooper auf. Und dann habe ich die auch dran. Klingt vielleicht hier und da ein bisschen kompliziert mit dem ganzen technischen Kram, aber vielleicht ist für den einen oder anderen interessant. Radio-Experiment, Work in Progress bei Let's Talk More Rock, ein Song entsteht oder zumindest ein bisschen Gefrickel und ihr könnt dabei sein. Quasi so der erste grobe Teil, sag ich mal, hier im Rechner drinne und jetzt versuche ich quasi das mal alles zusammen anzuhören, wie das klingt. So richtig funktioniert das nicht alleine, aber ich denke, wenn man die Sachen einzeln hat, dann müsste es gehen. Und das ist ja auch nur so eine Art Intro für den Song. Der Rest kommt dann später hoffentlich. Thank you.
quasi zum nächsten Teil des Songs. Das war so eine Art Intro und mal schauen, ob ich noch einen zweiten Teil hinbekomme. Mal kurz in den Klavierpart reinhören. Okay. Die Töne sind da. Das könnte so eine Art Bridge sein, also ein bisschen ruhiger. Jetzt kommt eine Melodie zusammen. Thank you.
dazu passt. Natürlich ziemlich abrupt, aber das ist jetzt nur so, um eine Skizze irgendwie, einen kleinen Überblick zu haben. Wenn man das dann einzeln einspielt, funktioniert es, glaube ich, besser. Müssen wir mal probieren. Das ist ein Synth.
cool. Vielleicht machen wir noch einen Teil. Versuchen wir mal einen neuen Drumloop zu machen. Abschlusspart sein, vielleicht noch ein bisschen Gitarre. Thank you.
Okay, vielleicht nochmal zum Durchschauen, was wir jetzt so an Teilen haben. Das ist quasi unser erster Teil. Alles noch ein bisschen rough. Es sind nur einzelne Teile, die müssen natürlich noch irgendwie verbunden werden. Thank you.
Das sind so die Teile, die jetzt irgendwie erstanden sind. Und vielleicht sind ein oder zwei Teile dabei, mit denen man weiterarbeiten könnte. Das soll es erstmal gewesen sein für die erste Ausgabe von Let's Talk Morok im neuen Gewand. Es ist eine Jam-Session, es ist Improvisation, 60 Minuten, ihr könnt dabei sein, wie ein Song entsteht. Es ist kein musikalischer Hochgenuss in dem Sinne, aber es ist ein Experiment. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch zur nächsten Ausgabe wieder einschalten. Vielleicht mache ich das nochmal. Muss mir das Ganze nochmal anhören und anschauen. Hab auch ein Video mitgeschnitten und guck mal, ob ich das ins Netz auch mitstelle. Wenn, dann findet ihr das auf radiofrei.de bei Let's Talk Morok. Mein Name ist Adde. Ich danke euch fürs Zuhören.